Also, Ruth, warum haben Sie von all den Seniorenheimen Culver Crest ausgesucht? Meine Kinder haben mich hergebracht. Haben Sie je darüber nachgedacht, woanders hinzuziehen? Tut mir leid, wer sind Sie noch gleich? Oh, mein Name ist Sean und das ist Alvy. Oh. Hi. Sind Sie Lindas Jungs? Nein, Ma'am. Ich bin einer der Besitzer und das ist mein Partner. Oh, gut. Denn ich habe eine Beschwerde. Don Donahue hat mich mit Chlamydien angesteckt. Finden Sie das amüsant? Nein, nein. Na, das ist nicht das Ende der Welt, Ma'am. Nach einer Runde Antibiotika sind Sie so gut hier, wie neu. Bitte. Aber es hat meinen Ruf ruiniert. Don erzählt jedem, ich hätte ihn angesteckt. Die denken, ich wäre leicht zu haben. Das Frühstück für Frühaufsteher ist vorbei. Jetzt sind die Rotkehlchen dran. Vielen Dank für Ihre Zeit, Ruth. Helfen Sie mir hoch. Na klar. Die schnappen sich noch alle Pancakes. War nett, Sie kennenzulernen. Danke. Wow, wow, wow. Seniorenheime, LW. Eine verdammte Goldgrube. Ich muss sofort raus hier. Gehen 3,5 Millionen Babyboomer in Rente. Durch die Medizin werden die steinalt. Was glaubst du, wo die wohnen werden? Genau hier. Warte da. Beim letzten Deal, dem in Pasadena, habe ich 25.000 investiert. Klar? In 2 Monaten gab's 10.000 Gewinn. Also mein ganzes Geld steckt in meinem Gym. Ach ja? Brandneuer Truck, ein Haufen Waffen. Erzähl mir nicht, du hättest kein Bares mehr. Lass es arbeiten. Hier, lies diesen Prospekt. Da steht alles drin. Passives Einkommen, Alvy. So können Jungs wie wir in Rente gehen. Außerdem erwartet ihr ein Kind. Okay. Klar? Na, das ist mal ein hübsches Baby. Was dachten Sie denn, dass das ein Monster ist? Ich musste schon ein- oder zweimal ganz schön schlucken. Nicht alle Babys sind hübsch. Hier, bitte. Danke. Füße hoch. Ihr Baby liegt bisher genau im Plan. Ihr AFP-Wert ist normal. Sie haben etwas Zucker im Urin, das behalten wir im Auge. Wie fühlen Sie sich? Sehr schlecht. Ich dachte, das würde bald vergehen. Das ist bei jedem anders. Haben Sie schon über die Geburt nachgedacht? Schmerzmittel? Ja, ich will echt alles, was Sie haben. In einer perfekten Welt würde ich nicht mal spüren, dass es da ist, bis Sie es mir zeigen. Gut, aber ich empfehle Ihnen, sich auch über eine natürliche Geburt zu informieren. Selbst wenn Sie eine PDA kriegen, können die Techniken helfen. Okay. Das war's. Ich will es wissen. Es wird ein Junge. Alles okay? Ja. Ja, alles gut. Danke. Hey. Hey. Wo warst du? Beim Arzt. Oh, Scheiße. Hab ich's vergessen? Nein, ich war nur zur Kontrolle. Wenn du mir vorher Bescheid sagst, komm ich mit. Das brauchst du nicht. Ja, weiß ich, aber ich will es. Du kannst da nicht helfen. Okay, aber wenn du meine Hilfe brauchst, sagst du mir dann Bescheid? Sicher. Was? Weißt du, was es wird? Nein. Lüg nicht. Ich hab nicht gefragt. Wirklich nicht? Mm-mm. Sieh mir in die Augen. Wirklich nicht. Du hast nicht gefragt? Nein. Ein Junge. Wieso glaubst du denn, es wird ein Junge? Erstens, seh's dir an. Zweitens, wirklich? Ist das mein Ding. Ich mache Männer. Wirklich? Wird's ein Junge? Ja. Ist es ein Junge? Ich weiß es nicht. Ach, blöde Kuh. Weiter! Was? Es ist nur Essen.
Ich will auch gar nichts damit machen. Ich habe auch nichts gemacht. Soll ich eine kaufen? Nein. Die kleine hier? Ich brauche das nicht mehr, Ryan. Ich bin darüber hinweg. Ich leg sie einfach in den Wagen und du nimmst sie oder du lässt es. Okay. Alles klar. Okay, aber lauf nicht weg. Wir haben viel vor. Los, komm, wir sind noch nicht fertig. Hey, hast du mal dran gedacht, einen Avocado-Baum zu pflanzen? Das würde ein paar Probleme lösen. Wir haben gerade eine Dürre, Ryan. Die brauchen zu viel Wasser und das ist nicht so toll. Nein, nicht die Keith. Wir müssen gehen, Ryan. Warum? Ich muss gehen. Eigentlich darf ich nicht mal hier sein. Rechtlich. Oh, das war der Laden? Das war der Laden, wo du, Einer von ihnen, ja. Oh mein Gott. Ich hab's nur in Sophia getan, aber das ist einer. Okay, warte im Auto. Ich komm gleich nach. Es ist so heiß da draußen. Dann guck nach unten und zieh dir die Mütze tief ins Gesicht. Also echt. Du bist besessen. Du musst aufhören, dir das anzusehen. Okay? Lass es raus. Komm schon. Komm schon. Ich habe einen Arzttermin. Die Gehirnerschütterung? Aha. Gut. Du schluckst Pillen wie M&Ms. Die fressen dir noch ein Loch in den Magen. Ja. Kann ich mitkommen? Nein. Tut mir leid, ich muss danach trainieren. Und was machen wir zwei nachher? Was du willst. Bist du dann gut drauf? Ja, ich streng mich an, okay? Okay. Bleib ruhig hier, wenn du willst, ja? Gut. Bis nachher. Ja. Okay. Also, ich muss jetzt los, ich bin spät dran. Okay. Bis dann. $230 für ein verschreibungspflichtiges Medikament? Ist das ein Scherz? Das ist verdammter Raub! Kannst du laut sagen. Das ist ein großer Pharmakonzern, da sind viele Mäuler zu stopfen. Ja, ich hoffe, dein Dad weiß es zu schätzen, weil es ja echt teuer genug war. Was starrst du mich so an? Ich bin auf deiner Seite, du wirst abgezockt. Hi. Hey. Gehst du zur Arbeit? Klar. Du brauchst einen anderen Job. Und welchen? Tja. An den du magst. Da fällt mir nichts ein. Naja, vielleicht in einem Hundepark oder so. Da gibt's doch gar keine Jobs. Ja, ich weiß, aber ich rede von diesen Hundetagesstätten. Die Dinger sprießen gerade überall aus dem Boden. Und wie war's gestern mit Laura? Wir waren Sushi essen. Ich liebe Sushi. Wo? Bei ihr in der Nähe. Wie heißt der Laden? Hab ich vergessen. Denk nach. Was Japanisches. Ist das wichtig? Okay. Entschuldige bitte. Soll ich dich zur Arbeit fahren? Ich mag sie übrigens. Wir hatten bei Nates Kampf viel Zeit zum Reden. Das ist gut. Das höre ich gern. Man kommt leicht ins Gespräch. Mhm. Sie hat sich für mich interessiert und das fand ich sehr nett. Verbringt ihr auch mal einen Abend hier? Ja, ganz bestimmt.
Bei ihr ist es nur etwas bequemer, weil sie ein Bett hat. Und ich habe eine Couch. Was mich nicht stört. Naja, ich soll dich nach ihrer Nummer fragen. Wieso? Ich will wieder mit dem Malen anfangen und sie wollte mir Rabatt beim Material verschaffen. Komm schon, ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht immer Burger braten, nach Hause kommen und die Wand anstarren. Es ist kein Leben. Ich brauche ein Ventil. Ich muss verdammt nochmal was fühlen. Hey. Wirf nicht mit Messern. Ich gebe dir gleich ihre Nummer. Ich schreib sie auf. Du rufst sie unter dieser Nummer an und führst das Gespräch, das du führen willst. Okay? Und ich sag ihr, dass du anrufst. Also ruf auch an. Ja, Ma'am? Tut mir leid. Was denn? Mir geht's gut. Ich fühle mich festgefahren. Ja, tja. Du wirst das schon schaffen. Versprochen. Ruf sie an, Ma. Was habe ich falsch gemacht? Oh, weh. War ein Scherz. Tut mir leid, dass ich dir nichts von dem Termin erzählt habe. Okay. Ich komme beim nächsten Mal mit. Nein. Ich wollte dich eigentlich auch gar nicht dabei haben. Wieso nicht? Du schienst nicht interessiert zu sein. Ja, wie denn auch, wenn ich nichts davon wusste? Keine Ahnung. Und als du nicht da warst, wurde ich echt sauer. Dann habe ich zweimal verkackt? So habe ich das empfunden. Wow. Lisa, ich weiß nicht, was ich tue. Sieh dir die zwei Jungs an, die ich habe. Der eine ist stumm, der andere ist irre. Wenn ich raten soll, was du brauchst, werde ich falsch raten, Baby. Jedes verdammte Mal. Weißt du, was ich denke? Wir müssen besser kommunizieren. Sei einfach kein Idiot. Okay, ich versuch's. Hast du schon mit Jay geredet? Ich treffe mich mit ihm. Versprichst du mir, dass du ihm wenigstens zuhörst? Versprochen. Was ist das? Chappers bereitet einen Deal vor. Seniorenheime, scheiß deprimierend, aber es sieht gut aus. Will er, dass du investierst? Ja, und ich denke darüber nach. Das ist eine schlechte Idee. Wieso? Es läuft sehr gut. Oh, okay. Wenn du schon dabei bist, frag doch Joe Daddy nach Aktientipps. Ach. Juan hat einen Algorithmus entwickelt, der angeblich alles andere übertrifft. Warum siehst du es dir denn nicht erstmal an? Oh, bitte, das ist nicht nötig. Rede mit Jay. Ja. Gut, jetzt steh auf! In der Mitte kommst du kaum hoch. Also geh zum Gitter, ja? Drück gegen den Kopf. Genau. Drücken. Drück, 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 drück. So ist's richtig. Richtung Gitter. Okay, nutze das Gitter. Außer man macht. Ja, ich bin größer, ich bin stärker. Was machst du jetzt? Mach eine andere Technik. Okay, mit einem Bein. Mit einem Bein. Okay, gut gemacht. Jetzt läuft's besser. Okay, Beine kreuzen und aufstehen. Ja, okay. Und jetzt was? Ganz genau. Gut. Das war einfach. Aber es klappt. Los, gleich nochmal. Okay, runter. Ja, gut. Schön langsam, ja. Ganz genau so. Okay. Nutze das Gitter. Und jetzt wieder dagegen. Oh, komm, versuch aufzustehen.
Baby, Affe, Parfum, Sonnenuntergang, Eisen, Finger, Penny. Baby, Affe, Parfum, Sonnenuntergang, Eisen, Finger, Penny. Schuhe aus, ich teste jetzt deinen Gleichgewichtssinn. Zuerst musst du dich mit den Beinen zusammen hinstellen. Versuch 20 Sekunden in dieser Position zu bleiben. Ab jetzt. Zeit. Ich versuch's nochmal. Doc. Doc. Das ist ja interessant. Du hast jedes einzelne Symptom einer Gehirnerschütterung verneint. Keine Nackenschmerzen, Übelkeit, Sensibilität auf Licht oder Töne, Unruhe, Gleichgewichtsstörungen, Kopfschmerzen. Ich lass dich nicht starten. Ich habe keine Symptome, okay? Du hattest sehr kurz nacheinander zwei ziemlich schwere Kopfverletzungen. Das ist für jeden ein Problem. Für einen Fighter ist es ein ernstes Problem, das dein Leben total verändern kann. Ich weiß, wie es mir geht, okay? Mir geht's gut. Du kannst nicht starten. Tut mir leid. Ich weiß, du willst das nicht hören. Stört's, wenn ich reinkomme? Oh, nein. Soll ich meine Shorts anziehen? Schon gut. Ich sehe nicht hin. Oh, Mann. Wohnst du in der Nähe? In Glendale. Kommst du daher? Nein, aus Miami. Ich bin mit einem Typen hergekommen. Du hast einen Freund? Scheiße, nein. Der ist irre. Und wieso? Koks, Ecstasy und außerdem ständig pleite. Dann hat er mit Drogen angefangen und versucht, mich abzustechen. Kein Scheiß. Der Wichser hat ein Messer nach mir geworfen. Das steckte in der Tür wie bei einem Zauberkünstler. Verdammt. Yep. Jedenfalls will ich jetzt keine Beziehung. Das ist okay. Mann, ist das heiß hier drin. Ich gehe jetzt duschen. Danke, dass ich mit rein durfte. Viel Spaß beim Duschen. Warst du beim Arzt? Ja. Und? Alles okay. Und bestätigt er mir das auch? Nein, er würde gar nichts sagen, weil ich erwachsen bin und das illegal wäre. Dann zeig mir die Papiere. Ich gehe noch zu einem anderen. Ich will kämpfen. Ich bin so gut wie nie zuvor. Ich hätte gewinnen können. Tja, okay. Ja, ich weiß, aber ich lasse das nicht zu. Wieso nicht? Na, erstmal wurdest du K.O. geschlagen. Zweitens weiß jeder Promoter, dass du mindestens eine 45-tägige Sperre hast. Und Garo? Was? Er hat doch Ryans Problem gelöst. Erstens ist das eine andere Geschichte. Zweitens, red nicht so laut, okay? Ich lass dich nicht kämpfen, verstanden? Du musst dir Zeit geben, du musst gesund werden. Und dann kriegst du einen Kampf, nichts überstürzen. Es hängt vom nächsten Kampf ab, Nate. Der ist sehr wichtig. Okay. Entspann dich einfach. Thank you.
Verfickte Scheiße. Einen schönen Tag. Kriege ich etwas? Ich brauche Hilfe. Was? Du musst mir einen Gefallen tun. Du sollst Arvi sagen, dass er um jeden Preis das Internet meiden soll, okay? Vor allem eine kuriose Website namens splitlip.net. Machst du das für mich? Wieso? Tu es. Einfach für mich. Wird er mich anschreien? Nein! Bitte, Shelby. Bitte. Hilf mir doch, bitte. Du darfst heute auf keinen Fall ins Internet. Was? Vor allem splitlip.net, das ist ein Blog. Lies den nicht. Worüber zum Teufel redest du, Shelby? Splitlip.net. Warum Elvi Colinas Navy Street MMA niemals von Bedeutung sein wird. Von Mario Goldsmith. Wer soll das sein? Hast du kurz Zeit? Klar. Hast du Hunger? Darauf? Hm? Ah, sieht aus wie Truthahn, Käse, Jalapenos, viel zu viel Senf. Immer noch dein Favorit? Nicht mehr. Das Baby entscheidet jetzt für mich. Können wir übers Geschäft reden? Da gibt's nicht viel zu bereden. 6 Kämpfe sind reserviert. Ja, ich weiß. Kann ich? Ja, klar. Ich hatte eher an Sponsoren gedacht. Ich meine, ich dachte, da wären ein paar Sachen geplant. Aber nach meinem letzten Kampf hat sich das zerschlagen, also... Also, ich brauche Geld. Ich brauche es schnell. Ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Aber das ist es. Kokain ist echt teuer. Versuch's mal mit Meth. Ja, schon klar. Okay, nein, es ist was in der Familie passiert und das wird leider sehr kostspielig. Was ist passiert? Tja, meine Mom packt das alles nicht mehr und wir haben jetzt eine Pflegerin für meinen Dad. Was heißt das? Sie sind getrennt? Keine Ahnung. Sie wohnt bei meiner Tante und deshalb wäre alles, was ich noch tun kann, um an mehr Sponsoren und mehr Geld zu kommen, echt klasse. Ich... Was? Ich will dir keine Schwierigkeiten machen, Lisa. Hm. Ich frag dich, ob du mir helfen kannst. Ich rufe ein paar Leute an. Mario Goldsmith. Mario scheiß Goldsmith. Was ist denn das für ein Name, ha? Er ist ein Blogger. Das ist doch kein Job. Ich bin unwichtig? Ich bin verdammt wichtig. Er ist unwichtig. Da wird mir gleich schlecht. Jedenfalls... Das Ding mit dir und Ryan. Ich habe drüber nachgedacht. Ich will, dass er stattfindet. Wirklich. Aber nicht gerade jetzt. Und wann wärst du dann recht? Wenn du mehr Sieger hast. Aber Ryan kam aus dem Knast und hat gleich um den Titel gekämpft. Das war anders. Weil er im Knast war? Nein, es geht nicht um Ryan. Es geht um dich. Das ist doch Quatsch. Ich bin jeden verdammten Tag im Gym und halte meinen Teil der Abmachung ein. Ich tue, was ich tun muss, reiß mir den Arsch auf. Ich baue keinen Mist und lebe mein verdammtes was? Leben. Bei Ryans Kampf warst du sowas von high. Ja, aber ich habe keinen Mist gebaut. Du wurdest nur nicht geschnappt. Ich muss nicht im Knast. Super, Jay, du wurdest nicht geschnappt. Ich weiß, wie du dich fühlst, echt. Aber du musst das große Ganze sehen. Was ist das? Na, wir. Alle hier. Du, Ryan. Du. Ich, du. Lisa, das Gym. Wenn du diesen Kampf verlierst, war's das. Dann bist du mal wieder ganz tief unten. Ja, aber hast du dir überlegt, was ist, wenn ich gewinne? Ja, gewinnst du, hat er noch einen zweiten Versuch. Das ist nicht fair, aber so ist es. Du und Ryan, das wäre ein netter Kampf. Wirklich. Wenn du mehr Siege hast, vielleicht einen Gürtel, dann wär's wirklich ein Monsterkampf. Dann wär's ein Zahltag. Die Sache ist... Ich brauch dich gar nicht. Arvi, ich kann Garo sagen, dass ich den Kampf will. Ganz ohne Stall. Und Ryan wird mich nicht abweisen. Ryan wird nicht gegen dich kämpfen. Das lasse ich einfach nicht zu. Aber ich habe einen Plan. Du gehst runter auf 66 Kilo. Das ist dein verdammter Plan? Ja. Ich soll mich zu Tode hungern? Ach, komm schon, es ist eine Gewichtsklasse und du bist doch sowieso klein. Fick dich, das ist eine Scheißklasse und das weißt du besser als ich. Wir machen das richtig. Du holst dir ein paar Siege, du holst den verdammten Gürtel, du stellst dich rein. So läuft das. So läuft das.
Denkst du drüber nach? Okay, hier sind Leinwände, Acrylfarben, Pinsel. Ja. Oh, die sind wunderbar. Die müssen Sie probieren. Die Leute lieben sie. Ich persönlich nicht. Die sind mir zu grob. Aber mal sehen, was Sie sagen. Okay, was noch? Das reicht erstmal. Oh, Sie wollten Kohlestifte. Wissen Sie, das ist zu viel. Die Hälfte von dem Zeug kenne ich nicht mal. Probieren Sie sich mal aus. Vielleicht sind Sie eine Malerin. Ja, naja, das alles ist viel zu teuer. Verstehen Sie? Das ist schon geregelt. Laura, halt. Ich fühle mich wirklich unwohl dabei. Das fühlt sich an wie Mitleid. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Nein, das ist süß. Das ist so nett, ganz ehrlich. Das ist wirklich so großzügig. Ich weiß nicht, wie viel Jane von mir erzählt hat. Aber ich hatte eine sehr schwere Zeit. Habt ihr das erwähnt? Ich wusste, dass da was war. Aber er hat nichts erzählt. Ich war heroinsüchtig. Und ohne ins Detail gehen zu wollen, ich habe so ziemlich alles verloren. Einschließlich meiner Fähigkeit, Mutter zu sein. Ich habe meine Jungs verlassen. Ich habe nie daran gedacht, dass ich nicht zurückkommen würde, aber ich bin's nicht. Jay hat mich dann gesucht. Ich erzähle Ihnen das nur, damit Sie wissen, auf was Sie sich einlassen. Jay ist sehr sensibel. Und er verarbeitet manchmal seine Gefühle nicht besonders gut. Aber ich habe ihn noch nie so mit einer Frau gesehen. Ich spüre, dass er verrückt nach Ihnen ist. Aber das wollten Sie gar nicht wissen. Ich weiß nicht, wieso ich das alles erzählt habe. Hast du mal in Delmar? Das kenne ich gar nicht. Ich nenne dich mal... Hey, Playboy. Sie ist nichts für dich. Oh. Okay. Los! Du parkst auf meinem Platz. Ist das dein Platz? Ja. Ich meine, der mit deinem Namen drauf. Ja. Nimmst du mich jetzt hart dafür ran, oder was? Nein, ich nehme dich nicht hart dran. Das ist mein Gym. Das ist mein verdammter Parkplatz. Sie ist meine Assistentin. Du bist mein Gast. Verstanden. Hast du es dir angesehen? Hab ich. Und? Klingt interessant. Bin dabei. 15.000. Kumpel. Was? Ein Anteil kostet 30. Wieso 30.000? Du hast... Das verkompliziert die Sache, Mann. Ich schreib dir gleich einen Scheck über 15.000 aus. Hör zu, ich sag dir was. Wir lassen das noch und du bist das nächste Mal dabei. Kannst du nicht meine Ausnahme machen? Tja, vielleicht. Okay, vielleicht kann ich einen meiner Jungs überreden, seinen Anteil zu teilen. Ich verstehe schon, Kumpel. Du hast ein neues Studio, bist gerade nicht flüssig. Hör zu, ich fahr meinen Wagen weg. Red noch mal mit Shelby. Hey, nächstes Mal. Schon fertig? Wo gehst du hin? Ich gehe jetzt was essen. Und nachher? Nichts, wieso? Ich mache nachher zu Hause ein paar Drinks. Komm vorbei, wenn du willst. Ja, warte. Gib mir deine Adresse. Ich habe einen Mitbewohner. Er ist etwas seltsam. Was meinst du? Schwer zu erklären. Du wirst ja sehen. Komm um 9. Bis nachher. Wo ist Nate? Wo zum Teufel ist Nate? Da drüben. Du verdammtes Arschloch, du hast mich gestern Nacht gefickt, du verdammter Perverser. Halt die Klappe. Du hast mich gestern gefickt. Was will denn das? Halt die Klappe. Hey, raus hier. Sofort raus. Hey, raus. Casey. Ich weiß von deinen kleinen Freunden, du verdammte Schwuchtel. Halt die Klappe, bitte. Ich hab alles gesehen. Deine Nachrichten und deine Treffen und die Fotos von irgendwelchen Schwänzen.
Ich muss mich jetzt testen lassen. Wer weiß, was du hast. Ich habe nichts getan. Wie konntest du mir das antun? Ich habe nichts getan. Beruhige dich doch, Casey, okay? Es war ein blöder Scherz. Ich habe die nie getroffen. Ich habe alles gesehen. Du bist ein verdammter Homo. Wenn ich was habe, dann wirst du erst mal... Ich vertraue dir sowieso nicht. Du bist ein verdammtes, lügendes Stück Scheiße. Ich kann Casey, nicht... hör zu. Hör zu, du liegst falsch. Okay? Erzähl es niemandem. Bitte. Du bist ekelhaft. Du musst mal zum Psychiater. Hey, bist du bei Laura? Nein, sie hat mich vor ein paar Stunden abgesetzt. Wann etwa? Was? Ich weiß nicht, vor ein paar Stunden. Ist zwischen euch irgendwas vorgefallen, von dem ich wissen sollte? Was jetzt? Ich weiß nicht. Nein, es lief ausgezeichnet. Wir hatten einen netten Tag. Bis dann. Ciao. Chappas, hier ist Elvi. Beweg deinen Arsch ins Gym und bring eine Flasche mit. Was Gutes. Wir sehen uns. Hey, was machst du hier? Ich war gerade in der Gegend. Ich bin spät dran, komm rein. Ich hab den ganzen Tag versucht, dich zu erreichen. Ja, mein Handy ist tot. Ach, gehst du heute Abend noch aus? Ja. Wohin? So ein Wohltätigkeitsball. Wo? Im Getty. Begleitet dich da jemand? Hörst du mal mit diesem Verhör auf? Ich will doch nur ein paar Infos. Lass uns morgen darüber reden, okay? Worüber denn? Worüber reden wir morgen? Du bist gerade aggressiv und ich fühle mich unwohl dabei. Ich kann das nicht. Ich habe nichts von dir gehört, also wollte ich nur sehen, ob es dir gut geht. Wieso? Weil wir 3 Stunden lang nicht geredet haben? Nein, nur weil du sonst gleich antwortest. Was heißt denn hier sonst, Jay? Wir kennen uns doch kaum. Habe ich was falsch gemacht? Ich werde nur nicht gern kontrolliert und... Der Wagen ist da, ich kann das jetzt nicht vertiefen. Können wir morgen darüber reden? Hier, machst du das Kleid zu? Bitte? Ja, ich mach schon. Ich ruf dich an, wenn ich wach bin. Verdammtes Tier. Danke, dass du das sagst, Alicia. Mein geistiger Gefährte ist der Präriehund. Aber ich fühle mich viel eher mit dem Nilpferd verbunden. Ich liebe dich wirklich. Nein, das tust du nicht. Lieben, das ist... Erzähl mal, kämpfst du auch? Erst seit ich Ryan Wheeler kenne. Weil... Ryan hat es mir gezeigt. Er hat mir gezeigt, dass man immer durch das Gesicht schlägt und dass man der Erste sein soll. Ja, so läuft das im Gefängnis. Bei
Michael musste das auch lernen. Wer ist Michael? Okay, ich denke... Michael ist der Kerl, den ich beim Frühstück erstochen habe. Was zum Teufel? Okay, ist da ist wohl jemand Ernst? Etwas besoffen, mein Freund. Ich denke, ich habe ihn abgeschlachtet, aber ich war im Rausch. Nein, das meinte ich mit etwas seltsam. Ich wollte sagen... Wir holen dir mal ein Wasser. Wir holen ihr mal ein Wasser. Ihr geht's gut. Immer viel trinken. Ja, komm, du Wasserbüffel. Warte, ich bin doch ein Nilpferd. Er hört nie zu. Das stimmt, Mann. Sieh dich an, Mann. Du trinkst den besten Whisky. Du fährst einen schicken Porsche. Und du machst so viel, dass du zwei Handys brauchst. Hey, schmied das Eisen, solange es glüht. Mistkerl, bist du reich? Ja, aber ich will wohlhabend sein. Das ist Phase 2. Hast du es versucht? Hab ich. Der will aber nicht, Mann. Tut mir leid. Nächstes Mal. Ja. 30 Riesen sind's dann, huh? Scheiß drauf. 30 Riesen. Ich kann nicht. Erwi, bist du dir sicher? Ja, Mann, ich hab's mir ein paar Mal durchgelesen. Es sieht gut aus. Alles legal. Du hast keine Garantie. Hast du so viel Geld? Willst du mich beleidigen oder willst du mein Geld? Okay, gut. Willkommen an Bord. Lass uns trinken. Wenn du mich bescheißt, bist du dran. Du musst mich erst finden, Mistkerl. Was? Schatz, ich bin gerade beschäftigt. Was war heute mit Laura? Was hast du? Mom. Was? Hat sie was gesagt? Darum geht's nicht. Sie verhält sich sehr komisch. Heute Morgen verschlingt sie mich fast. Heute Nachmittag scheine ich sie total zu nerven. Vielleicht tust du das. Was? Jay, nicht alle haben das gleiche Tempo. Sie fühlt vielleicht gerade nicht genau das gleiche wie du. Das war aber bis heute nicht so. Und jetzt sind die Rätsel der Liebe meine Schuld? Sie war mit dir unterwegs. Nur mit dir, ne? Was denkst du, was ich gerade denke? Du willst bemuttert werden. Vielleicht ist es das, worauf sie reagiert. Das ist nicht gerade anziehend. Kann ich jetzt meine Ruhe haben? Ich versuche zu zeichnen. Geht's ihm gut? Der ist völlig zu. Gesicht nach unten, einfach. Hey, der ist echt schräg. Ich mag ihn. Hm. Er ist irre. Ja. Prost. Auf dicke Schecks und tollen Sex. Hm. Gut. Okay, ich habe eine Frage. Na, das klingt ja ernst. Bereit? Was hast du getan, dass dein Freund so verdammt sauer wurde, dass er ein Messer nach dir geworfen hat? Ja. Komm schon, wieso? Weil die Frau immer Schuld hat? Ja. Ich meine, das habe ich nicht gesagt. Also, ist das dein Ernst? Ist es nicht möglich, dass er einfach nur ein blödes Stück Scheiße ist? Ja. Ganz ehrlich, was hast du getan? Fick seinen blöden Toast anbrennen lassen? Hast du seinen Lieblingspulli zu heiß gewaschen? Ja, genau, das war der Grund. Ich habe seine Sachen ruiniert. Nein, erzähl's mir, was war's? Das geht nur mich was an. Ich frage auch nicht, warum du im Knast warst. Hab meinen Dad in den Rollstuhl geprügelt. Das weiß jeder. Ich will mehr über dich wissen. Gut. Die kurze Version? Ich wollte nicht mehr mit dem ficken. Also habe ich's mir woanders geholt. Bei wem? Seinem Cousin. Dreckig. Aber er war ein gemeiner Mistkerl. Also er hat's echt verdient.
Er hat mich wie Scheiße behandelt. Erinnere mich daran, dass ich bei dir nicht so werde. Ja, und ich sollte wohl bei Keith aufpassen. Los, komm, gieß ein. Noch eine Runde. Ah, ah, ah. Wenn du noch einmal mit der scheiß Waffe auf mich ziehst, schieb ich sie dir in den Arsch. Die ist nicht geladen. Respektier die Waffe. Danke. Aha. Bist du oft hier? Jeden verdammten Tag. Nein, ich meine so wie jetzt. Also nachts. In letzter Zeit immer öfter. Nur hier kann ich so richtig entspannen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich war auch immer ungern zu Hause. Misha hat das nie verstanden. Der, so er, sich zum Tier macht, befreit sich vom Leid, ein Mensch zu sein. Das stammt doch keinesfalls von dir. Hunter S. Thompson. Ah, Hunter S. Thompson. Der Kerl hat echt Ahnung. Hatte. Hat sich eine Kugel verpasst. Hast du schon mal von einem Mario Goldsmith gehört? Nein, wer ist das? Ein beschissener Blogger, der mich auf seiner Seite gedisst hat. Ah ja? Splitlip.net. Ach ja? Was hat er gesagt? Zeig mal her. Tja. Ganz schön verletzend. Gott. Ja. Ich will den Schwanzlutscher töten. Hey, weißt du was? Wir sollten ihm antworten. Ja? Oh ja. Willst du? Lieber Muttis Fotze. Das gefällt mir, ist gut. Lieber Fatis. Oh, das ist besser. Fotze. Das ist noch besser. Ja! Keith, gib mir dein Bett, Bro! Scheiße, Mann, geh wieder schlafen, Bro! Wen stört's? Mach einfach weiter! Hey! Störe ich gerade? Nein, was gibt's? Wie lief's denn heute? Oh, er will nicht und ich soll eine Gewichtsklasse tiefer gehen. Was denkst du? Ich denk scheiß drauf. Und warum bloß nicht? Ganz ehrlich, Jay, glaubst du, du schaffst das Gewicht? Ich hab nicht wirklich eine Wahl. Scheiß drauf, mir ist egal, wie sehr es wehtut. Lisa? Ja, ich höre. Wenn ich das mache, will ich bevorzugt behandelt werden. Oder ich gehe. Das wirst du. Versprochen. Ja. Gute Nacht, küsst das Baby von mir. Ja.